Ich versuche Negativität weitestgehend aus meinem Leben auszusperren, keine negativen Gedanken, nicht negative News oder etwas an mich heranzulassen. Und da ist ein sehr interessanter Gedanke. Passiert dann nicht das Gleiche wie mit der Immunabwehr, wo heute viele Menschen Allergien und Immunschwächen und alles Mögliche entwickeln, weil sie sich dem nicht mehr aussetzen. Sie sind empfindlich gegenüber Kälte und Bakterien und allem Möglichen. Ja, das würde passieren, wenn ich es schaffen würde, mich komplett von Negativität abzukapseln. Aber jetzt ist es eben so, dass egal wie sehr ich mich fernhalte von News, von Fernsehen, von Zeitungen und dem ganzen Zeug, es dringt immer noch genügend Negatives an mich heran, um mein geistiges Immunsystem so richtig auf Trab zu halten. In Wahrheit ist es eben so, dass die meisten Menschen viel zu viel Negativität empfangen und in sich hereinlassen und so, dass ihre geistige Abwehr, ihre Resilienz völlig überfordert ist und sie immer mehr in eine Abwärtsspirale gehen. Es ist genau das gleiche wie mit Krafttraining. Ich muss eine schwere Last nehmen, um stärker zu werden. Aber wenn ich zu schwere Gewichte nehme, dann verletze ich mich nur. Wenn ich mich immer überfordere, dann mache ich mich nur kaputt. So muss ich schön in dieser Balance bleiben. Und ich glaube, diese Balance zwischen positiven und negativen Einflüssen ist in unserem Leben vor allem dann gegeben, wenn wir uns primär auf positive Einflüsse konzentrieren und auf diejenigen, die in unserer unmittelbaren Realität stattfinden. Während wir die Einflüsse von Medien, die primär negativ sind, vor allem eben Zeitungen, News und so weiter, die primär negativ sind, ausschließen sollten. Sonst haben wir eben die Balance, die Waage zu sehr ins Negative gekippt. Ganz wichtig.